Herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Shifting Worlds mit Tobi. Hi. Und wir sprechen jetzt den Typen mit den blauen Haaren an, wenn es ein Typ ist. Okay. Man weiß es ja bei den Leuten mit den bunten Haaren immer nicht so. Ja, das stimmt schon. Laut einer Theorie wurde der Kraterberg als erstes in Sinnoh geschaffen. In einer neu erschaffenen Welt. In einer Welt, wo nur die Zeit floss und der Raum sich dehnte, sollte es keinen Zwist geben. Doch was wurde aus dieser Welt? Durch die Schwäche des menschlichen Geistes verbreitete sich Streit. Die Welt wurde durch Streit zugrunde gerichtet. Es ist eine sehr traurige Geschichte. Wie er uns einfach Düst. vorbeischubst. Auf meinem Fahrrad, das sah voll böse aus. Erstmal gucken, ob es hier Items gibt. Nein. Echt nicht? Gibt keine Items hier. Frechheit. Keine Items. Gehen wir oben lang oder gehen wir mit dem Zertrümmerer Wir hoch? Oh gehen mein einfach. Ich Gott! bin oben lang gegangen. Hier ist ein Weilord erschienen. Ein Er hat sich hinter einem Stein versteckt. Einfach so ein riesiger Wal. Ich fliehe. Okay, also du machst da Trümmerer. Nee, ich bin auch oben lang gegangen. Okay. Ich bin jetzt gegen ein Pokémon, kämpfe ich gerade mit meiner Boni, die ist Level 20. Dachte ich mir, jetzt kann ich mal ein bisschen Erfahrungspunkte gönnen. Was bist du denn Süßes? Ein Bonaira. Das sieht aus wie so ein sehr kitschig feminines Ei in Eierbecher. Onaira, das ist doch Weiß ich, die wer sich das von überhaupt? Chanira. Von Chanira, die Ah, Entwicklung. okay. Was wäre denn gut gegen sowas? Karateschlag wahrscheinlich. Ja, geringe Verteidigung. Sehr gut, ist egal. Es ist normal. Ich wollte Ja, sagen, reicht geringe trotzdem nicht für einen Verteidigung. One-Hit. So. Nochmal Anorith Karateschlag. besiegt. Und Erfahrungspunkte. Ja, es geht 106. Raus aus diesem verfluchten Berg. So, ich bin draußen. Da Wie, du oben bist schon komme ich nicht hin. draußen. Ja, da kommst du Edward voll schnell erreicht Level raus. 18. Ich glaube, bei Level 20, 21 oder sowas werde ich dann den EP-Teller umpacken. Ach, da drüben ist ja schon der Ausgang. Ich habe ihn gesehen. Genau, das meine ich hier. Und da ist ein Und Wanderer, noch der ein jetzt. Vonaira. Oder Vonera. Sprich mal, der Wanderer spricht mich an. Haha, du bist nur ein kleines Kind. Wie willst du einem ausgewachsenen Mann wie mich besiegen? Also schon ganz schön frech von dem, einfach so ein kleines Kind zu erschrecken. Ja, er greift mich ja an, echt? Ja, er greift dann so richtig an, wenn man gerade aus dem Berg rausgerannt ist. Will einfach nur noch nach Hause und zu Mami und er greift dann an. Das wird schon ziemlich fies. Soll er sich schämen, der Mann. Was fällt dir ein? Genau, schäm dich! Einfach mehr meiner Mami erzählen. Der wird dann zu seiner Mami gehen und heulen, wenn ich ihn Ja, besiegt ja. habe. Da würde er sich verstecken bei seiner Mami. Boni, du bist eigentlich so gut, aber du bist so schwer zu trainieren. Boni? Ja, Bonnie, nicht Boni. Warum sagst du mal Boni? Wenn es Boni ist. Ist ja auch kein Pony. Kann man vielleicht damit verwechseln mal. Oh, Knofensa. Da ist doch Käfer gut, habe ich gehört. Und das Gute ist, dann kann ich vielleicht sogar ein bisschen meine KP auffüllen. Oh ja, nicht. Na, so viel Energie gibt das irgendwie gar nicht. Ich glaube, Blutsauger gibt gar nicht so viel KP zurück. Bei Ja, Gigasauger und sowas war es ja irgendwie die Hälfte der KP, die man gestohlen hat und sowas. Toll. Jetzt habe ich nach dem Kampf weniger KP als vorher. Das hat es ja jetzt gebracht. so, kann Bellas vielleicht sogar gleich besiegen, dieses Nebulak. Geistträne. Ja, deswegen erschreckt er mich auch. Rennt der sofort auf einen zu oder kann man da noch mal, wenn man raus ist, kurz? Ja, man kann da noch ein bisschen, also er rennt nicht. Wenn du dich unten hier hältst, dann ist es kein Problem. Okay, dann wechsle ich mal auf Fred. Ja. Ich bin irgendwie von Fred einfach nicht so überzeugt. Der ist einfach nicht so stark, wie ich finde. Aber nun gut. Ah, okay. So. Jetzt werde ich mich mal diesem Mann stellen. Genau, mach's mal. Erstes Pokémon geht mich schon sowas von auf den Geist. So, jetzt Ibitak. Nebulak.
Nebula Physik. Siehst du, bei dir ist es ein. Hier ist es ein. Da ist der. Ein Vogeltrainer. Ja, so sah er auch aus. Weil das Level 18. Ultrigari, ach, das ist ein Gifttrainer. Hat deine Weiterentwicklung. Ich probiere meinen Zerschneider aus, weil er hat Dürre. Das heißt, da komme ich mit Taucher auch nicht viel weiter. Und schön, dass er Sonntag einsetzt. Dann kann ich ja gut Feuerschlag investieren. Er hat Triplette. Toll. Triplette ist eine gute Attacke. Ja. War auch ein Volltreffer. Also mit Taucher werde ich nicht bald kommen, wenn ich die jetzt mache, weil er die ganze Zeit gleißendes Sonnenlicht hat. Ich probiere einfach ein bisschen jetzt zu schneiden. Wo eigentlich sollte ich eine Kratzfurie machen? Mache ich direkt auch nochmal. Eigentlich ist ja Kratzfurie im Endeffekt stärker als Zerschneider, weil Kratzfurie eine Stärke von 30 hat und Zerschneider von 60, aber Kratzfurie hat mindestens zweimal trifft, also genau. Macht er mindestens 60 Schaden. Genau. Und der Mann hat gesagt, oh nein, ich wurde von einem Kind besiegt. So. Selbst schuld. Der erste Angriff war direkt ein Volltreffer. Oh, hat er zweimal getroffen. Machst du mich jetzt noch down? Noch Supertrank? Doch, habe ich noch. Fred ist down. Und oben ist ein Karate-Trainer, wenn du hochfährst von dem Trainer. Okay. Und der hat wie viele Pokémon? Weil da liegt ja noch ein Item, was ich mir eigentlich holen will. So, dieser Karate-Kämpfer wird dich polarisieren oder sowas hat er gesagt. Der nächste, der mich droht, ey. Was für freche Ratini. Leute das alles sind. Ratini. Drachen-Pokémon. Ratini ist toll. Ja. Es ist halt eine Frechheit, dass das Ibitak so viel schneller ist als meine Pokémon. Ich krieg immer so viel Schaden ab von dem, weil der ziemlich starke Attacken hat mit Level 17. Echt jetzt geringe Spezialverteidigung. Ja, kann sein. Oh Gott. Griffel. Toll. Bonnie. Bitte lernen neue Attacken, die gut sind. Kann ich mir nicht anschauen. So eine guten Werte und so eine schlechten Attacken. Das ist genauso wie bei Blechmann hier mit Porygon. Toll, es wird hier zufällig irgendein Pokémon eingesetzt. Ja, Honey, immerhin. Dann mach ich dich halt mit einem Karate-Schlag down, wenn du es unbedingt willst, Griffel. Er hat sich sein Schicksal selbst erwählt. Und war es das, was du wolltest? Bitte. Das war jetzt ja schon ein bisschen albern. Ich würde jetzt am liebsten heilen wollen. Ja, müssten wir nochmal durch die Höhle, aber wir sind bald ja, in der Stadt. Ich möchte aber eigentlich. Ich werde, glaube ich, ein, zwei Tränke einsetzen. Martini hat natürlich Zeit mit Lernen. So, ich habe Winfried auf jeden Fall schon mal besiegt. Edward ist jetzt auch Level 18, was richtig cool ist. So, ich werde mal. Patty vorne reinsetzen. Obwohl, nee, eigentlich Honey. Honey ist halt noch mit am stärksten, weil die so viele unterschiedliche Attacken hat. So, Bonnie 21, komm, lerne Attacke. Ach, natürlich nicht. So, ich setz mal, glaube ich, auf Honey eigentlich. Wir rechnen zwei Tränke. Ich glaube, die Tränke nutze ich so, um so jetzt an der Stelle zu heilen. Und die Supertränke halt im Kampf. Macht ja eigentlich nicht viel Sinn, Tränke im Kampf zu nutzen. Nee, das ist sowieso nicht mehr. Ich habe ja auch gar keine Tränke mehr, deswegen setze ich auch gar nicht mehr ein. Bist du hinten zu dem Wanderer schon gegangen? Hast du den Karate-Typen besiegt? Nein, wo ist der? Der ist noch, wenn du nach oben fährst. Ja, aber auf der Seite ist auf jeden Fall noch ein Wanderer. Deswegen wollte ich den eigentlich zuerst machen. Den komme ich jetzt. Da bin ich jetzt. Ach so, da unten ist ja noch das Item. Ach so, da geht's dann weiter zu dem Typen. Okay. Ja. Dann mache ich erst den Karate-Typen. Mal gucken, was der für Typen hat. Der hat nur ein einziges Pokémon. Der Wanderer auch nur noch ein Pokémon. Aber das Lustige ist halt, normalerweise kannst du ja immer daran, wie die aussehen, sehen, was für Typen die haben. Aber ich meine, bei uns nicht. Ne. Ja, alles random. Aber er hat zufälligerweise doch ein Kampf-Pokémon. Hat vorhin deine Kämpferin auch gehabt. Stimmt. Also, weißt du, das vorhin? Das war ja letzte Folge. Oh, ich mache einfach den Blutsauger. Dabei wollte ich den gar nicht. Ich habe einfach A gedrückt aus Dummheit. Ach, das Doof-Pokémon passt schon ganz gut Wenn zu du mir. Mal groß wirst.
Dann lerne ich auch, wenn man richtig A drückt. Echt mal? Und wenn man mal B drückt. Und wenn man auch mal B drückt. Also, ich muss auch mal lernen, B zu drücken. Du kannst nicht nur immer A drücken. Aber A drücken macht alle glücklich. Macht dich aber nicht immer glücklich, hast du ja mitbekommen. Aber man muss Prioritäten setzen. So, mal gucken, was der Karateschlag macht. Ja, doch, wesentlich mehr. War sogar ein Volltreffer. Cool, machen wir nochmal einen. Dein Rauch bekommen. Oh, jetzt geht der Karateschlag daneben. Ach so, und ich bin jetzt gerade vor der Wiese, wo wir fangen könnten. Okay, ich nicht. Da warte ich mal auf dich. Heißt, ich weiß wieder, welches Pokémon ich umsetze. Blechmann kommt wieder ran. Aber ab jetzt ist es ja eigentlich egal, ob ich ein Wasser-Pokémon bekomme oder nicht. Weil wir haben ja eh schon zwei im Team. Ich meine, es wäre gut, ja, wenn ich noch ein weiteres nützliches Paar bekomme, aber dann bin ich nicht ganz so verzweifelt wie sonst. Welches Pokémon haben wir? Ach so, nein. Ich finde, du solltest kein nützliches Pokémon mehr weiterbekommen. Warum? Weil ich damit ein Streitgespräch haben würde, welches Pokémon wir austauschen müssten. Ach, als ob das ein Streitgespräch wäre. Ich bin total lieb. Glaub mir. Du kannst ja immer nur A drücken. Insofern. Ich kann ja immer nur A drücken. Hier hinten ist doch ein Item, oder? Hier ist kein Item? Willst du mich verarschen? Hinter dem Stein bei dem Wanderer ist kein... Da ist doch so voll auffällig Platz gewesen, dass da kein Item ist. Bei dem zweiten Wanderer oben? Ja. Hast du doch ein Item gehabt? Nein, Nein, ich meine... Also ich bin jetzt beim Wanderer Moritz, da nach der Brücke, aber da ist unten halt noch so ein Stein und da ist hinten noch so ein bisschen Platz. Ich hätte gedacht, da wird ein Item liegen. Nee, das ist zu nah an einem anderen Item. Wenn du hochgehst, ist ja auch ein Item. Tanzer ist der Käfer, ne? Was? Oder? Ist Tanzer Käfer? Käfer ist es, ja. Kannst du mit einer Feuerattacke besiegen, oder? Ich habe keine Feuerattacke, ich habe auch keine Flugattacke. Warum schlägst du mir das immer vor? Käferstein heißt sogar, weiß ich gar nicht. Also jedenfalls die Weiterentwicklung ist Käferstahl sogar. Hast du eine Flugattacke? Nee, hast du ja auch nicht. Nee. Ich werde jetzt einfach mal... Giftattacke. Ich mache jetzt einfach einen Zerschneider. Mit Giftattacke würdest du auch besiegen. Aber der Zerschneider geht daneben. Und er macht einen Silberhauch. Oh oh. Ob das Steffi überleben wird? Erfahren Sie es das nächste Mal hier im Pokémon. Und Shifting World. Die Folge geht aber leider noch ein paar Minuten. Ja. Werdet ihr heute schon erfahren, dass ich es überlebt habe. Gehört. Steffi sagt, die Folge geht leider. Sonst hätten wir könnten aber ich könnte aber eine Werbung reinschalten. Ich weiß nicht, ob du das kannst, aber ich kann das. Ich monetarisiere meine Videos nicht. Tja, ich schon. Ich brauche das Geld. Die Patenz, die man da durchbekommt, ganz ehrlich. Hä, ich krieg 1 Euro für jedes Video. Du nicht? Ich hab keine Brüste. Tja, das ist das Problem. Nein, Leute, man kriegt 1 Euro für jedes Video. Man kriegt wahrscheinlich noch nicht mal 1 Cent für jedes Video. Man kriegt weniger. Also, viel zu wenig. Man kann es einfach hochrechnen. Naja, du weißt ja nicht, wie viel man am Ende des Tages verdient. Also, ich weiß schon auf Arbeit, wie viel ich bekomme. Ja, also ich meine, die Leute wissen nicht, wie viel wir. Also wir sind ja keine amerikanischen Präsidentschaftskandidaten, wir müssen unsere Steuererklärung nicht öffentlich machen. Nö. Ich weiß es nicht, warum ich gerade auf das Thema kam, aber es hat so schön gepasst. So. Zuerst hungerten wir nach Essbaren und jetzt hungern wir nach einem Sieg. Wer ist wir? Ist er ein Flüchtling? Ist er ein Flüchtling? Das tut mir leid, wenn du irgendwie nach Essbarem gesucht hast oder sowas. Ich gebe dir gern was ab von mir. Kein Problem. Ich wollte doch gar nicht irgendwie was gegen deine Pokémon machen, aber ich meine, wenn du mich herausforderst, dann ist das egal, wo du herkommst. Dann wirst du fertig gemacht. Echt mal. Bei Pokémon gibt's kein Mitleid. So, ich wäre vom Gras. Du behandelst alle Pokémon, Menschen gleich schlecht. Hast du das Item geschnappt da oben? Ja, habe ich. Warte, dann gehe ich jetzt auch ins Gras. Ich wechsle mal auf Ad. Ja, warte. Achso, ich habe B gedrückt. Jetzt habe ich mit der falschen Zeit B gedrückt. Ich habe übrigens ein Wasser-Pokémon. Ha. Hast du schon ein Wasser-Pokémon im Team? Nee. Aber ich habe mein Team ist ja voll. Brauche ich es ja nicht. Ich glaube, meins ist Gift. Also, ich könnte meins eh nicht mitnehmen. Dazenia wird übrigens total stark. Ja, meins ist Gift.
Warte mal, hat das schon jemand? Ich muss natürlich auch nochmal gucken direkt. Ich werde mal versuchen, meins muss es ja fangen. Ich glaube nicht, dass es. Ich könnte hier auch einfach Steuerung F. Kann ich das in diesem Dokument? Wasserring, nee. Ey. Gibt's das? Ich glaube, das hat noch keiner gefangen, was ich habe. Es ist ja doch immer so schwer, das hier nachzugucken. Wir haben ja so ein schönes Dokument, aber deswegen ist es noch lange nicht übersichtlich, was die Pokémon-Suche angeht. Ja, vor allen Dingen. Also ich kann es auf jeden Fall fangen, aber wie gesagt, ich habe halt Gift schon im Team. Wegen Vor- und Weiterentwicklung ist es auch mal schwer. Das hat man ja auch nicht gleich im Kopf. Mache ich jetzt einfach einen Mülltreffer gegen den, weil Gift gegen Gift ist nicht effektiv. Ja, ich mache einfach mal einen Mülltreffer. So, einmal Superzahn noch und dann sollte genug KP weg sein. Wenig Schaden. Bohrschnabel, der kann allerdings nur Bohrschnabel. Also setz Panzerschutz bei mir ein. Findest du dein Pokémon gut? Würdest du das gerne Nein. im Team haben? Nein. Nein, okay. Nein. Also ich meine, du weißt ja noch nicht, wie gut es ist, aber so von der Art her. Nein. Trotzdem nicht, okay. Nein. Allein vom Flavor her schon nicht. Vom Flavor? Ja. Was? Ist es ein Carpador? Das würde ich vielleicht sogar vom Flavor wiederum mitnehmen. So wie ich das Raupi. Einfach nur, weil ich ein geiles Carpador, so wie du mit Raupi. Ja. Genau. Müsste sich nicht langsam weiterentwickelt haben, der Raupi? Nö. Das ist doch von Level 15 bis 30. Also zwischen Level 15 und 30 entwickeln sich die Leute, die 3 Stufen haben. Und hat er nicht sogar nur 2 Stufen? Nee, 3 Stufen. Robby hat auch 3 Stufen, okay. Ja klar, wird es zum Kokon und dann zum Schmetterling. Ah, okay, wird das ein Kokuna? Nein, Safcon. Ach, Safcon, okay. Ja, ich kann die nicht auseinanderhalten. Safcon setzt Härtner ein. Die ganzen Käfer-Pokémon sehen doch alle gleich aus. Übrigens, anstatt mal neue Superbälle kaufen, kommen noch Superbälle. Bälle. Ich habe gar keine Superbälle, ich habe nur normale Pokébälle. Aber ich werde jetzt einmal einen einsetzen. Ist im gelben Bereich, es sollte. Kann nicht sein, dass dieses Pokémon so. Ich habe einen Tanier nach dem zweiten Mal gefangen, obwohl ich nicht so viel KP abgezogen habe. Dieses Pokémon, das kann mir nicht sagen, dass es nur oder geringe Fangquote. Meins ist männlich, was ist mit deinem? Meins ist weiblich. Okay. Ich muss erstmal gucken, ob ich's. Ich hoffe, dass ich es jetzt fange, weil die Animation, weil Hagelsturm, Wasserregen und noch seine Attacke jedes Mal. Nein, es kommt nochmal raus. Guck in der Zeit ein bisschen Twitter. Kannst du dir einfach mal hier auf deinem Videos aufzeigen lassen, Twitter. Nö. Könnte ich eigentlich in der Zeit auch machen, Twitter schauen. Ganz ehrlich. Eh nicht besser, jeder Kampf. Warum werden mir eigentlich immer wieder neue YouTube-Videos angezeigt, die ich eigentlich schon kenne? Auf Twitter? Nee, auf Handy-YouTube-App. Vielleicht, weil das sowas ist wie nochmal ansehen? Sowas gibt's bei YouTube auf jeden Fall auch. Ja, aber... Dass der vorschlägt, dass du dir irgendwas mehrmals anschaust. Voll. Besser als wenn dir irgendwelche Videos von den großen YouTubern angezeigt werden. So, ich hab's gefangen. Yay, soll ich manchmal vorlesen? Ja. Also, es ist ein Gift-Pokémon. Hat es einmal angefangen, Blut zu saugen, hört es erst wieder auf, wenn es satt ist. Es jagt nachts. Gift-Pokémon, Blut zu saugen, Zubat? Ja, also die Weiterentwicklung okay. Golbat. Okay, Golbat. Ich kann leider, ich hab's verklickt bei mir. Ich sag's dir gleich, wenn ich den Pokédex aufmache, was da okay. steht. Wir müssen erstmal einen Namen machen. Ja. Warte mal. Ich habe das jetzt einfach mit der Maus geklickt. Ja, wie wär's mit. Ich weiß ja halt nicht, was deins jetzt für eins ist, von der Art her. Sonst. Es schlagt vor und ich würde sagen, ja, passt oder passt nicht. Ich weiß ja nicht, ob die Namenskombi zu gut ist. Link und Zelda. Passt gar überhaupt nicht dazu. Barbie und Ken. Nein, gibt's nicht irgendwie eher statt eine Prinzessin oder irgendwie sowas wie eine Pummelfee? Willi und Maya? Das wolltest du aber bis zum Schluss behalten, was? Ich wollte es behalten für irgendwas Bienenähnliches, aber ja, das passt am ehesten zu meinen Pummelfeen.
Alles andere sind, Nee, sehr, sind sehr schöne Damen, könnte ich alles. meine Cindy nennen? Und kennst du einen anderen Komiker? Wie Cindy aus Marzahn und Dann kann ich ja meinen Mario nennen, die kommen beide aus Berlin. genau. Wollen wir Alles es machen? klar, dann machen wir Mario Barth und Cindy aus Marzahn. Ja, genau. Die Cindy war doch, es war doch Berlin-Marzahn, oder? Genau. Ja, gut, dann passt das. Dann ist das das Berliner Traumpaar, das Traumkomikerpaar. Zugeschrieben? Cindy? Ja, würde ich schon sagen. Die meisten Cindys werden zumindest so geschrieben. Weißt du, wie ich es mache? Cindy, Leerzeile, Marz. Ich habe jetzt einfach nur Mario geschrieben. Cindy, Marz. So, jetzt tauschen wir wieder auf Honey. Honey, mein Allround-Talent. Wie sieht das hier aus? Gibt es hier noch ein Item? Oder. Ich fahre mal runter. Was hättest du noch im Gras Pokédex gegeben? So, ich sag dir mal jetzt, was im Pokédex steht. Obwohl ich nicht mal weiß, ob ich den. Ich glaube, ich kann es gar nicht finden. Ha. Ich kämpfe hier gerade kurz gegen ein wildes Roselia, damit ich von Honey ein bisschen die KP auffrischen kann. Das ist halt auch eine gute Taktik, Mann. Ja. Leider kann ich das dir nicht sagen, weil Pokémon nicht im Dex vorkommt. Was ist das für ein Typ? Der kommt erst nach dem Nationaldex. Der Typ spricht dich an, der mit dem komischen Cappy, der müsste Maler sein. Okay, lass uns ein Bild von deinem Kampf machen. Ein Schlachtfeld. Sagst du mir jetzt wenigstens, was für ein Pokémon das ist, das du gefangen hast? Ja, war ein Quappo. Quappo? Oder ein Quapuzzi. Babsel, Quapuzzi, Ah, Quappo. Das! Quapuzzi. Quappo. Okay. So, Honey hat halt schon Level 25. Es ist nicht gut, Honey so weiter zu leveln. Oh, hier unten ist ein Karate-Trainer. Ich weiß nicht, ob es ein Trainer ist. Ein Karate-Typ auf jeden Fall. Ich will halt eigentlich nicht gegen den kämpfen. Karate-Typ? Ich hab nur den Maler, kommt mir entgegen. Der Typ, der alleine da rumsteht, ist ein Maler. Kann ich erstmal in die Stadt fahren? Hoffe ich, dass man das kann. Kannst ja schon mal gucken, ob du reinkommst. Ich hab den, jetzt habe ich den Maler auch angesprochen. Ja, der hat mich angesprochen, hab das mit. Ja, ich bin da jetzt einfach hingefahren. Da oben ist auf jeden Fall ein Haus, wo man Mulch und sowas hinbekommt. Sowas braucht man nicht. Ja, ich will halt eigentlich mich erstmal heilen. Aber ich denke mal, den einen sollte ich schon noch hinbekommen. Sneebel, Unlicht. Okay. Ich hab Samozel. Dinge. Dann sollte ich ja trotzdem vielleicht mit einem Slam das ein bisschen hinbekommen. Oh, aber der Slam geht immer daneben. Was hat denn Patty aktuell, dass die nie trifft? Das geht mir ein bisschen auf den Keks. Super Tank einsetzen, ey. So schlimm ist die Genauigkeit von Slam auch nicht. Die ist vielleicht 90%. Echt? Oh, jetzt war es ein One-Hit. Ja, die hat jetzt irgendwie, weiß nicht, zwei oder dreimal nicht getroffen. Pokémon hat er zwei, wa? Ja. So, Tohaido hat er bei mir noch. Hä? Ach so, Unlichttrainer, okay. Mhm. Hagelt! Immer noch. Ich setz nochmal einen Slam ein. Und mach nochmal einen One-Hit. Ja, wenn Patty einmal trifft, dann trifft sie gut. So. Also, Künstler besiegen, dann in die Stadt gehen und dann beenden erstmal. Außer es kommt halt jetzt noch jemand. Ich hoffe nicht, dass hier noch jemand kommt. Ist halt blöd, so einen weiten Weg. Könnte man auch da drin cutten, wenn jemand kommt. So wie wir es vorhin gemacht haben. Oh Gott, da steht einer. Spricht die mich an? Nee, okay. Ich versuche jetzt einfach in die Stadt zu gehen. So, Bellas 19. Oh, jetzt da kommt jemand. Was? Es kommt ein Pokémon auf mich zu. Ich warte auf jeden Fall mal, bis du da bist. Ja. Ein Hostpross. Da können wir natürlich eigentlich auch direkt an der Stelle dann den Cut machen, wenn Tobi an der Stelle angekommen ist. Ja, müsste ich gleich sein.
Die Musik ist voll schön. Hat sie sich schon angesprochen, die Musik? Ja. Oder was? Was? Die Person hat mich schon angesprochen. Vor allem ist das Pokémon zuerst auf mich zugerannt. Das war ein bisschen eigenartig. Ich glaube aber mal, dass der Trainer des Pokémons jetzt mit mir redet und nicht das Pokémon selbst. Im freien Trail rumlaufen ist Pokémon. Sind hier? Ich glaube, es wird auch gesagt, so viel wie die Arena-Leiterin ist gerade nicht in der Stadt oder sowas ganz Komisches. Also, bist du jetzt schon da? Ganz kleinen Moment, noch nicht. Ich werde mal kurz die Pokémon austauschen. So, ich habe den gerade besiegt. Mhm. Und jetzt fahre ich mal in die Stadt. Ja. Danke. Asipyrchor. Was, ein was? Was für ein Ohr? Asipyrchor oder Pyrchor oder so. Süß. Heißt es. Okay, gut, dann ist Tobi jetzt auch an der Stelle angelangt und dann können wir hier an der Stelle erstmal die Folge beenden und machen das nächste Mal hier weiter mit dem Hasipyrohr. Genau. Und der Besitzerin. Ich sprich's immer so aus. Ich glaube, das wird noch ein bisschen anders geschrieben. Aber mit dem Plüschhäschen auf jeden Fall. Genau. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag, ne? Bis dahin. Ciao.